Hallihallo, herzlich willkommen zurück zu 7 Days to Die, hier wieder mit dabei der Nordic. Ja, guten Tag. Ja, wir haben hier zuletzt die Horde überlebt und ja, hat überall ein bisschen was abbekommen, steht aber alles noch, das ist hier das Wichtigste. Und ja, jetzt schauen wir mal, was wir machen. Ja, genau. Ich werde, glaube ich, jetzt erstmal einen Schatz heben gehen. Ja. Ich muss es mal finden, ach, da ist er. Okay, dann bist du ein bisschen weit weg. Soll ich dich begleiten? Boah, ich glaube, das kriege ich hin. Okay. Muss mal ein bisschen durch die Gegend fahren und gucken. Jo. Dann schaue ich mal gerade. Dann mache ich hier so die kleinen Fäden mal wieder ganz und werde dann hier und da wahrscheinlich auch mal aufbrechen gleich. Ja gut, was wir vielleicht bis zum nächsten Mal machen sollten, ist vielleicht die Rampe nochmal neu bauen. Genau, das ist auch sowas. Weil Moment. Damit die Zombies dann mich vielleicht mal sich wieder mal dahin trauen. Also deswegen haben sie uns wahrscheinlich von allen Seiten angegriffen. Mit der Rampe, da fokussieren sie sich ja mehr auf die Rampe. Das ist schon ganz, ganz gut eigentlich. Auf jeden Fall. Aber vielleicht sollten wir da mal mit Beton schon arbeiten. Und vielleicht kriegen wir es dann ja auch mal gebacken, dass wir dann auch mal die neue Hordenbase mal vielleicht mal weiterbauen. Ja. Ach, wär ja auch mal was. Das wäre auch mal was. Kommen wir ja auch nicht wirklich zu. Vielleicht kommen wir da ja auch gar nicht mehr zu, wer weiß das schon. Ja, wer weiß 19 das. Scheint ja nicht mehr so weit weg zu sein. Wollte ich gerade sagen. Da müssen wir den Plan in der nächsten Staffel fortführen oder so. Ja, das bleibt uns ja nichts anderes übrig dann, ja. Ja. Wir haben aber gar nicht mehr so viel Beton, ne? Müssten wir dann gegebenenfalls irgendwann auch noch was machen. Ja, Beton müsste aber eigentlich eine Mache sein, oder nicht? Beton oder ist jetzt alles verbraten für die Basis? Nee, da ist nichts mehr. Ich glaube, das war alles für die Basis dann. Ah, okay. Scheiße, das wird's auch. Achso, hier war ich auch noch nicht. Ach stimmt, das hat ja nicht mehr für alles gereicht. Genau, und dann, jo. Mach ich mal schnell die Rampe neu. Warte, da ist noch ein Block. Auch vielleicht mit ein bisschen mehr Abstand oder so, dass wir vielleicht so 3 Abstand haben. Achso, wegen dem einen, der da hochgesprungen war, ne? Ja, weil die recht weit springen können, ja. Auch wegen dem Hund, ja. Da sind ja auch Hunde rübergesprungen, also vielleicht 4 ja, Abstand dann, oder so und dann aber wieder so eine Rampe. Aus Beton. Da mache ich mal gerade die Spikes weg. Also vielleicht sonst gleich mit Reaver Frames oder sowas, ne? Ja, aber da haben wir keine da, oder? Nö, musst du dann welche herstellen. Jo. Wenn du kannst, also wenn noch Material da ist, aber Metall müssen wir nicht haben. Ja, ich hau gleich mal. Frame Block. Wie viel Bereich? Oh, da kommt ein Football Club. Oh, das ist aber nicht gut. Soll ich zurückkommen? Nee, Quatsch. Also da ist die AK. Noch bin ich ja nicht so weit weg. Ich bleibe auch in jeder Milchkanne hier hängen. Hängen, sag ich schon, stehen. Jo, noch ein bisschen Federn noch mitnehmen und Eier. Ja. Der Football Club hier. Wie viel sind das? Oh, hier waren 3 Stück und dann kommen noch ein paar hinterher. Ach so. Her, also so ein paar normale. Das ist ja noch überschaubar. Ja. Ich schieße da ein bisschen mit der AK rein. Ja. Wobei bei den normalen, da kann ich ja jetzt so reingehen eigentlich. Da habe ich ja den wunderbaren Baseballschläger. Fahr jetzt da lang? Ich fahr mal da lang. Oh, schön. Na? So, dann halt eben auf die harte Tour. Oh, da kommt ja noch einer. So, und schlaf gut. Da und der nächste aus. In der Reihe. Okay. Jo, alle weg. 7 Zombies oder so. Ja, das ist ja überschaubar. Ja. Durchaus. Dann muss ich jetzt mal gerade schauen, wo die Rampe vorher aufgehört hat. Das war dann also hier. Das heißt einfach eins nach hinten setzen, ne? Später. Wir hatten jetzt glaube ich nur 2 Abstand, ne? Genau, richtig. Und 3 hat's ja gesagt, ne? Ja, kannst du schon 4 machen, das ist auch okay. Okay, Moment. Das heißt... Schön wäre es natürlich, wenn es so eine kleine Brücke geben würde.
Also nicht diese große Klappbrücke, sondern so eine kleine, die vielleicht nur ein oder zwei breit ist. Das wäre natürlich nochmal geil. Ja, ja. Oder wenn man die variieren könnte von der Größe, das wäre natürlich auch super. Wollen wir denn dann eine große Brücke bauen? Ja, würde ich aber nicht, oder? Ich bin da ganz offen, also ich habe die noch nie selber gebaut. Nö. Nö, lass uns das mal nachher sonst machen für die andere Hordenbase. Ja. Da wollten wir eine Brücke bauen, aber nö, ach da. Da müssen wir eben halt nur Frames setzen. Genau. Wo ist denn das? Achso, da. Das ist jetzt nicht wieder auf dem Berg, ne? Ich bin wahnsinnig. Oh Mann. Okay, das ist die neue Rampe. Dann geht's hier noch hoch. Zwei noch und schon sind wir oben drauf. Ja. Jetzt nochmal. Wie viel sind das? 1, 2, 3, 6. Noch 4 Frames? Ach, 4. Ich will 4 suchen. Ich will 4 Frames bauen. Nicht die 4 suchen. So. Und dann nochmal Rampen. Wo mag es denn hier sein? Irgendwo hier. Ja, okay. Oder soll ich Steinstufen, soll ich Stufen bauen? Stufen? Ja, ich weiß nicht, ob die vielleicht sogar noch besser sind. Zum Hochkommen. Ja, es ist eigentlich egal. Also, ich nehme ganz normale Rampen eigentlich. Ja, dann mache ich das. Oh, hups. So. Moment. Dann bauen wir Rampen. Und zwar diese. Schön. So, dann fuddel ich doch mal hier. Hä? Moment mal. Warum sieht denn der Frame so komisch aus? Oh! War bestimmt ein anderer Blocktyp. So, jetzt nochmal. Und dann hole ich mir mal schnell den Hammer. Der Hammer, der befindet sich hier. Genau. Dann hole ich mir direkt ein bisschen, genau, Wassersteine. Unbedingt hier buddeln. Ah, da ist am Ende. Da ist einmal Ende. Na komm, das Ende hier. Hä? Da vielleicht. Ah, komm fast hin. Ah. Drei Frames noch. So. Such. Oh Mensch, warum müssen die Schätze unbedingt immer in irgendwelchen Gebirgen verbottelt sein? Ich hasse sowas. Ja, da kannst du dich echt dumm und dämlich suchen. Ja, das ist echt, weil du nicht einschätzen kannst, wo der Schatz sein kann. Das ist echt Müll. Weil der müsste eigentlich auf dieser Seite sein, weil da nämlich schon Stein ist. Also kann er nicht so tief gebuddelt sein. So, und dann setzen wir mal gerade hier die Frames. Aber wobei, das lasse ich mal gerade. Ich weiß ja nicht, ob das noch weg muss. Müssen wir gleich mal schauen. Aber auf jeden Fall bis hier hin. Hier ist auch Stein. Scheiße. Och Mann. So. Geht das bis circa hier? Aha, na? Oh, ist er da schon? Nee. Oder? Nee. Aber ich finde es nach wie vor eine ganz gute Idee, dass wir so eine kleine Basis genommen haben hier. Ja, auf jeden Fall. Die hat er bis jetzt auch ganz gut gehalten gegen die Horden. Und selbst wenn mal ein bisschen mehr kaputt geht, tut es auch jetzt nicht so weh. Es sei denn, die hauen natürlich gleich die Kisten weg, aber... Mhm. Ansonsten... Ach ja, genau. Das waren dann die beiden. Ach nee, Beton kann ich ja gar nicht machen. Haben wir ja nicht mehr so viel da. Mhm. Nur für Löcher, wenn... dann habe ich jetzt zwei noch aus Holz davor, ne? Wir haben ja diese Platten gehabt, Falltüren. Ja. Und dahinter sind jetzt nochmal zwei von der alten Rampe quasi, in Anführungszeichen, zwei Holzdinger. Das andere ist jetzt alles mit Cobblestone.
Soll ich diese zwei Holzdinger dann schon mal abreißen? Ich würde, wie gesagt, ich würde das ganze Ding abreißen und komplett einmal neu bauen. Also ich würde das gar nicht jetzt aufwerten groß. Ich habe die jetzt nach hinten versetzt, so ein bisschen. Okay. Ja, muss ich gucken. Jo. Aber, Weil dann können wir das nämlich... Dann können wir das nämlich wegreißen. Ja, ich hätte es komplett weggerissen, das ist gut. Einfach neu bauen. Ist aber nicht so materialintensiv, außerdem ist das ja auch nur Holz. Nee, das hintere ist ja jetzt, das habe ich jetzt aufgewertet. Weil du es jetzt aufgewertet hast, ja, aber vorher war es ja nur Holz. Ach so, ja. Aber es war ja nicht so viel dann wegzureißen. Müssen wir halt nur schauen, ne, wie wir dann das mit dem Sprung machen, ob wir da Frames reinsetzen wollen oder wie wir das machen wollen. Ja, sicherlich. Also mit 4 musst du halt Frames setzen. Ja, ist ein bisschen nervig. Aber eine andere Möglichkeit haben wir ja nicht. Aber wie gesagt, dafür extra eine Brücke setzen, würde ich jetzt nicht machen. Nee, das auf keinen Fall. Ach komm, ich mach das einfach mal weg hier. Und dann setze ich da Frames rein. Wir können das ja immer noch editieren. Ja. Wir sehen ja mittlerweile ganz gut, was Werkzeuge betrifft. Oh, der kann nicht mehr. Nun gut. Und... Jo, das fällt. Und dann baue ich mal 2 Frames. Das könnte natürlich auch hier sein. Oh Gott, ey, ich hasse das. Ich habe auch irgendwie so das Gefühl, dass es immer in jeder Staffel so ist. Wenn man einmal einen Schatz irgendwo in einem Berg findet, dann sind auch alle anderen Schätze meistens in irgendeinem Berg drin. Oder wenn, das hatte ich auch nämlich in einer Staffel, da hatte ich einen Schatz im See oder generell im Wasser und da war von da an war jeder Schatz im See, egal wo. Ach, das ist ja ein richtiger Glückspilz. Zumindest zu 90%. Also ich habe irgendwie das Gefühl, das ist immer so pro Map immer so ist, dass die Schätze immer so weit vordefiniert sind, dass die immer irgendwo im Wasser oder dann irgendwo im Gebirge spawnen. Mhm. Das Spiel denkt sich einfach, boah, der hat den Schatz gefunden, jetzt brauchen wir es nicht mehr leichter machen. Nee, richtig. Irgendwie. So ein Trollfaktor. Weiß es genau. Auch nicht. Gut, trinken, essen soweit okay, dann fahre ich jetzt auch mal ein bisschen rum. Ich weiß gar nicht mehr, wo unser Stand war mit Handelsressourcen. Haben wir jetzt eine schöne neue Woche? Ja gut, wir haben eine ganze Menge Geld, hatten wir. Habe ich jetzt nicht nachgeguckt, was wir an Geld da haben? 2300. Na, das ist ja nicht viel. Ja, kriegst ja die meisten Sachen beim Händler. Ja, aber das ist... Oh, okay. Oh, wo ist der Schatz? Ich habe schon einen halben Berg abgetragen hier. Mann, nur. Ach man, immer dieses Holz in der Wüste. Stein. Hoffentlich ist die Schatztruhe nicht schon irgendwo rausgefallen, aber das hätte ich wahrscheinlich gehört. Ich bin doch schon wieder außerhalb. So, ei. Südele. Lieber Händler, ich bin gleich da. Lädt die Karte ein bisschen nach. Ach ja, hier. Stimmt. Da Stein. Im Stein ist die ja nicht drin. Oh, ja, Fahrradlenker. Das ist, was wir brauchen. Zumindest lassen mich die Zombies gerade in Ruhe. Das können also gar nicht leiden, wenn jetzt noch 1000 Zombies hier rumrennen. Ja, komm, die kaufe ich jetzt auch, oder? Nee. Wo war der hier vielleicht? Gemüseeintopf. Ach, da haben wir alles für. Wildbrett haben wir, brauchen wir halt dann Fleisch und Tierfett. Ein Penner-Eintopf können wir nicht. Ja gut, dann hau ich wieder ab. Ach, oh nix. Gibt's doch nicht. Was ist denn der Scheißschatz?
Was sagt denn die Karte? Ach komm, ich fahr mal hier runter in die Wüste. Muss ja da sein. Obere Grenze ist hier. Ui. Nicht schon wieder gegen dieses Holz hier. Jaha. Na gut. Ich glaube, das ist da vorne die Stadt, oder? Ja. Immer noch nicht gefunden? Nee. Jetzt habe ich schon fast die ganze Flanke hier abgerissen. An dem Berg. Das Gefühl kenne ich. Ich habe mal am Anfang von einem Spielstand, ich glaube, das war auch im Stream dann. Oder in einem Stream. Da habe ich dann auch einen Schatz direkt am Anfang gefunden. Habe gedacht, gut, dann suche ich den direkt mal mit einer Steinschaufel. Und habe dann in so einem Gebirge auch quasi einen Käse draus gemacht. Und dann war das irgendwo eine kleine Ebene weiter. Ja, wo ich schon mal gegraben habe. Das kann schon etwas frustrierend sein. Und vorher habe ich noch schön gesagt, ich habe da immer Glück. Und dann war es futsch. Waren wir hier schon drin? Na, auf der rechten Seite waren wir noch nicht. Dann gehe ich doch mal hier rein. Und hier ist alles Stein, also kann es auch nicht hier drin sein. Nicht aber auch Verkehr, das muss eigentlich hier irgendwo sein. Da ist alles Stein. Da ist alles Stein. Da ist alles Stein. Ja. Ach man, komm schon. Drei Kleber. Und weg damit. Achso, ich habe das ganze Geld noch mit. Wenn mich jetzt ein Zombie hier überfällt, dann war es das. Ja. Schönen guten Tag. Aha. Oh, irgendwo muss doch jeder Scheißschatz jetzt sein. Ich habe gleich schon alles gleich, weg. Gleich fahre ich vorbei, mach einen Spatenstich und finde den Schatz. Ja, wahrscheinlich, das kann sein. Ja, so viel gibt es ja auch nicht mehr zum Buddeln. Wahrscheinlich ist es jetzt in diesem letzten Fleckchen Erde, kann das eigentlich nur noch drin sein. Und wenn der Schatz runtergefallen wäre, dann hätte ich das wahrscheinlich auch gesehen oder gehört. Also. Ja. Hier ist er auch nicht mehr drin. Ich glaube aber, dann findet man keinen, keinen Blutbeutel, ne? Wie kein Blutbeutel? Kein Lootbeutel. Ach, kein Lootbeutel, nee. Das ist ja das, wenn er, aber normalerweise müsste man dann sehen, dass dann, oh, ist das hier vielleicht? Dann müsstest du aber zumindest irgendwie einen Sound hören oder irgendwie, dass die Kiste fällt, das müsstest du eigentlich sehen. Genau, so, oder so was Metallisches dann, ne, glaube ich sogar. Das habe ich nicht gehört. Mir sind zwar ein paar Brocken entgegengekommen, aber das war alles Erde. Mhm. Na komm, gib mir den scheiß Schatz. Gibt's doch nicht. Ah, ist nicht so ein krasser Loot. Und im Stein kann er ja auch nicht drin sein, eigentlich. Nicht, dass ich wüsste. Hatte ich bisher nie. Vielleicht geht das Gebiet noch ein bisschen weiter in eine Richtung, wo du nicht mit rechnest. Ich hab das Gebiet eigentlich schon abgelaufen, also. Ja, hallo. Das ist aber eine schöne Kirche. Oh, oh, hier sind Grüne. Oh, tschüss. Ah, schön ist er. Ach, ich hab dir.
Nein! Oh, jetzt muss ich auch noch nachladen. Was ist denn los? Schatz. So, nee. Ja, okay, mit der Pistole geht das. Boah, da sind nur Ferale drin, oder was? In diesem Dom. Oh Mann, lauf! Also so kriege ich natürlich auch locker eine Folge rum. Oh. Junge! Da kommen ja noch mehr! Ach. Ich hätte das nicht aufmachen sollen. Ah, seid ihr jetzt wieder alle freundlich? Ich bin infiziert. Jetzt seid ihr glücklich, ne? Ja, wir haben ja alles zu Hause dafür. Ja, zum Glück. Ist ja nicht das Problem. Ich versuche mal gerade schauen. Die haben ja echt ein bisschen was übergebraten. Ah, na gut, muss ich auf naturelle Heilung warten. Oder hoffen. Ich tue jetzt mal die ganzen Sachen nochmal hier rein, so. Dann trinke ich mal was hinterher. Und dann würde ich sagen, mach mal einen kleinen Cut, oder? Ja. Erfolglos. Einen erfolglosen Cut. Ja, müssen wir. Ja gut, kommt vor. Man kann ja nicht immer Glück haben. Nee, kann man nicht, aber soll man. Und will man. Und möchte man. Das stimmt. Na gut. Dann wisst ihr Bescheid. Beim nächsten Mal hoffentlich mit Schatz. Hier geht's dann in den Dom rein. Dann schauen wir mal, was wir da so für Loot finden. Und ja, wir hoffen, dass euch diese Folge hier gefallen hat und bedanken uns ganz herzlich fürs Einschalten und würden uns auch freuen, wenn ihr hier beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dahin, tschüss. Ja, genau, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Schlange, stirb!